Lange ist es nicht mehr, bis Gülcan Kams das erste Mal Mutter wird. Regelmäßig versorgt sie ihre Fans auf Instagram mit Schwangerschaftsupdates. Ob erste Bewegungen des Babys oder verschiedene Schwangerschaftsgelüste, die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian können die Geburt kaum abwarten. Auch ihr neuestes Babybauchbild begeistert die Fans. Die Schwangerschaft steht dir gut. Toll siehst du aus und du siehst super aus und strahlst richtig. Steht dir sehr gut, die Babykugel ist in den Kommentaren zu lesen. Und auch für die Essensvorlieben ihres Sprösslings scheint die werdende Mutter schon eine Vorahnung zu haben. Ich lebe seit 2 Wochen von Luft und Liebe und Franzbrötchen. Vielleicht ist aber auch Baby Kams einfach ein Zuckermäulchen, mutmaßt Gülcan und erklärt, dass sie sich gerade in Franzbrötchenwochen befinde. Ein Satz, der viele Fans etwas stutzig macht. Ist Zimt nicht wehenfördernd? Keine Sorge, eine Hebamme beruhigt sofort, ein Zimtbrötchen löst keine Wehen aus. In diesem Sinne, guten Appetit!